Die Zeit löst sich auf. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Gehst du hin? Ich. Auf eine Party. Wir könnten ja zusammen hin. Was wollen Sie? Ich will eine Aussage. Einige Leute aus unserer Gruppe sind ein wenig zu weit gegangen. Die Situation ist ziemlich eskaliert. Und das passierte alles nur wegen Jack Joyce. Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Sie müssen ihn finden. Weg da! Sofort! Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein! Nein! Er ist fort! Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Medikamente. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Die sind okay. Nein. Ich muss etwas Neues entwickeln. Du solltest heute Abend ausspannen. Du arbeitest doch so schon viel zu viel. Ich habe Tests zu den temporalen Anomalien durchgeführt. Ich glaube, es wird früher passieren, als wir... Ich habe gesehen, wie es passiert. Kannst du wenigstens in Erwägung ziehen, dass du etwas falsch interpretiert haben könntest? Jack weiß, wo Williams Maschine ist. Ich werde mit ihm reden müssen. Martin kann meine Rede halten. Martin? Sophia. Ich danke dir. Du hast noch gar nichts getrunken? Ich bin einfach nicht in der Stimmung, etwas zu trinken. Oh. Vatertag? Ach, ja. Ja, meiner auch. Wie kommt's? Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur rum. Also ehrlich. Mhm. Wir hatten, also es gab ein paar interne Probleme. Interne Probleme? Mhm. Und jetzt lässt du mich einfach hängen? Oh ja, es sind interne. Charlie. Okay, okay. Okay, okay. Ich habe geholfen, einen Verräter zu fangen. Ein Verräter? Gab es deshalb diesen ganzen Aufruhr heute? Ja, das war ich. Wer war es? Ich meine... Wer war es? Du fragst, wer es war? Ja. Ich kann nicht hier... Was? Es ist mir nicht gestattet, darüber zu sprechen. Nun, du hast damit angefangen. Ein richtiges Monarch-Drama. Ja. Was? Ja, ich schätze, da muss ich dich leider wieder hängen lassen. Und zwar diesmal wirklich. Naja, ich hatte nur gedacht, du würdest es mir erzählen wollen. Nun, ich mach mich mal frisch. Also, lass ich dich hier hängen. Wirklich. Okay. Geh feiern. Ja. Trink ein bisschen. Okay, alles klar. Ich...
Danke für die Waffe. Dr. Emerald? Martin, ich brauche Ihre Hilfe. Auf Sie hört er. Paul. Ist das so? Ich glaube, wir haben Probleme, aber er versteht das nicht. Er weigert sich. Ich wüsste nicht, warum. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich weiß, dass Ihnen Monarch wichtig ist und wie es mit uns weitergeht. Und wenn wir den Nullzustand erreichen, müssen wir etwas tun. Und was könnten wir tun? Sie wissen, was wir tun können. Wissen Sie, Sophia, es geht gar nicht so sehr darum, ob Paul auf mich hören wird, sondern dass ich nicht auf Sie höre. Ich finde Ihre Vorgehensweise eher kontraproduktiv. Sie stecken Paul mit Ihrer ständigen Panikmache an und lenken ihn mit hohlen Weltuntergangsszenarien ab, um ehrlich zu sein. Ich bereue den Tag, an dem er Ihnen auch nur einen Funken Verantwortung übertragen hat. Denn, wie Sie sagten, ist mir Monarch äußerst wichtig. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Was hat Sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf Sie? Die Präsentation liegt in unserer Hand. Machen Sie was draus. Hey, du bist Crocker, oder? Hey, Crocker! Crocker! Ich muss echt dringend kacken. Scheiße, komm schon, Croc! Crocker! Crocker! Komm schon, Crocker! Vorne. Die Frau da mit der Halskette. Ich setze mein Geld auf Sie. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ich muss mich für unseren Ryan Gosling entscheiden, da drüben bei George Clooney. Checke Manschettenknöpfe. Redet über Aktien. Ja. Richard, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich hatte meine Einladung nicht. Oh mein Gott, immer verlierst du alles. Ich habe überhaupt nichts verloren. Drama. Ja. Wow. Oh oh, da, sie holt's raus. Oh nein. Bäm, ich sag's doch. Nein. Warum verliere ich bloß immer? Du schuldest mir ein Schwert. Ich glaube, ich krieg einen Schreck. Ich kann nicht. Nein, Regeln sind Regeln. Regeln sind Regeln. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Du schuldest mir ein Schwert. Schon gut. Okay. Okay, ich mach's. Wie ich Oliven hasse. Du schaffst das, Mann. Du schaffst das. Auf Montag. Wer sagt's denn? Danke. Ich wünschte nur, ich würde nicht immer verlieren. Lust auf einen Spaziergang? Ja. Okay. Alles klar. Ich nehme mein Schwert mit. Ich nehme meins auch mit. Crocker. Crocker, Crocker, Crocker. Hör mal, hey, Kumpel, Crocker. Crocker, Croc. Burke!
Crocker. Hey, Kumpel. Hey, Burke. Hey, hey. Wenn ich da reinkommen muss, wirst du es bereuen. Hör mal, das ist alles nur ein beschissenes Missverständnis. Morgen bin ich hier wieder raus. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Ich sorge dafür, dass du befördert wirst. Ich will dir doch nichts. Ich muss einfach nur furchtbar dringend scheißen. Geh an die Rückwand. Fuck, danke, Mann. Ich schulde dir was. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mann, danke. Klappe! Geh langsam rückwärts. Ja. Nicht besonders scharf drauf. Okay, warum warst du denn da? Ich glaube, jemand hat mich gezwungen. Ach ja, was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein Dinosaurier mit Helm. Ja, genau so sieht es aus. Wo sind wir hier eigentlich? Dürfen wir überhaupt hier sein? Ja, bestimmt. Okay, dann ist gut. Und was hättest du heute Abend gemacht, wenn du nicht hier wärst? Was, wenn ich nicht mit dir zur Party gegangen bin? Ja. Dann hätte ich all meine zahllosen anderen Pläne abgesagt. Ah. Oh. Und würde vermutlich arbeiten. Kann es sein, dass du ein bisschen zu viel arbeitest? Ja, aber... Oh nein, ich meine, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Keine Ahnung. Ich bin gern voll eingespannt. Ja. Gib mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Du arbeitest auch ziemlich viel. Eigentlich bist du auch fast immer da, wenn ich da bin. Also meinst du nicht, dass du auch zu viel arbeitest? Vielleicht. Ich weiß nicht. Naja, ich denke vielleicht schon. Ich arbeite gern. Kein Schritt weiter! Ach du Scheiße! Du kleiner Pisser! Hey, warte! Du hättest mich nur ins Standortlabor lassen müssen. Du hast dich gegen Monarch gewendet. Was sollte ich denn tun? Du hast nicht die geringste Ahnung, was hier los ist, oder? Ich muss in das Labor. Da drin ist was ich brauche. Das Rettungsbootprotokoll. Sie arbeiten mit Beth Wilder zusammen. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie kennen sie? Ihretwegen bin ich hier. Waffe wirklich nötig? Ja. Na los, beeil dich. Geht's auch etwas freundlicher? Wir müssen hier hoch. Oh, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ich schätze, ihr schafft das nicht allein. Ich habe ein Talent für sowas. Schön, dass ihr es zu schätzen wisst. Nichts zu danken. Ist das das? Was ist das?
Teufel ist das? Geschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Hab nur davon gehört. Lebensform? Es ist Dr. Kim. Die zweite Maschine. Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin in die Vergangenheit gereist. Ich wollte Dinge ändern. Fehler wieder gut machen. Aber das Unvermeidbare lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach nur eine Endlosschleife. Egal, was ich tue, du und ich. Wir beide enden immer nur hier. Und ganz egal, was ich tue. Die Zeit endet. Ich glaube, du hast deinen Verstand verloren. Mein Verstand ist in Ordnung. Das versichere ich dir. Mein Gedächtnis dagegen ist... ist überlastet, als hätte ich zu viel gesehen. Und alles verschmilzt miteinander. Abgesehen von ein paar Erinnerungsfetzen. Vor allem einem. Du und ich. Wir waren etwa 11 oder 12. Und wir fanden diesen Landstreicher. Erinnerst du dich? Als ich in der Vergangenheit ankam, war das das Erste, was ich ändern wollte. Ich ging aufs Dach und wollte ihm gut zureden. Aber als er mich sah, erschreckte er sich und er fiel. Genau wie damals. Alles, was ich ändern will, führt trotzdem zum gleichen Ergebnis. Und wir sehen immer seine Leiche. Weil es so sein soll. Ich kehre der Menschheit nicht den Rücken. An diesem Punkt ist sie ein notwendiges Opfer. Ist es das, was Will war? Ein notwendiges Opfer? Will weigerte sich, an das Unvermeidliche zu glauben. Er wurde zu einem Hindernis. Ich habe nur eine Frage, Paul. Bei all dem, was du gesehen hast, höre ich auf, bevor du tot bist? Wenn du bereit bist zu kooperieren, werde ich hier sein. Wenn
Wer war das? Er war mein Mentor. Erst am College und dann hier bei Monarch. Es ging mir nicht wirklich gut und er hat mir geholfen. Ich hab's. Irgendwie. Es sind Phantomdateien. Die Reste einer Massenlöschung. Jemand war hier. Wir haben einen Chronon-Feldregulator. Warte, Moment. Ach du Scheiße. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Was ist los? Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was für Anomalien? Je häufiger diese Anomalien auftreten, desto deutlicher weist das auf einen Riss hin. Okay, und was für ein Riss? In der Zeit. Ein Nullzustand. Sie hält an und sie startet nicht wieder. Und das Rettungsbootprotokoll könnte uns retten. Ich weiß es nicht. Aber der Chronon-Feldregulator ist das Herz von Monarchs Zeittechnologie. Alles hängt von ihm ab. Und er hat auch mit dem Rettungsboot zu tun. Wir müssen hier raus. Moment. Schnell, schnell. Hier lang. Hier lang, Charlie, komm. Nein, nicht weiter. Sonst ergeht's dir wie eh. Fiona! Das Labor ist abgeschirmt. Bleib hier. Geschirmt, wo willst du hin? Da waren Chronoschutzanzüge, die brauchen wir. Scheiße! Zieh dir einen an!